Das ist wirklich gar nicht gut. Habe ich schon erwähnt, dass es gar nicht gut ist. So. Mal den winzigen Startpunkt einer Basis. Auch hier ist kein Vespin-Geysir. Warum machen die Map-Ersteller das so? Blizzard, was soll das? Es gibt hier nur crappige, absolut beschissene Lagerplätze. Das ist äußerst schlecht für mich. Zeratul kann nicht so wirklich viel tun gegen Flugeinheiten. Also wir haben es hier mindestens mit 3 Zerg-Routen zu tun. Das ist schon recht ungemütlich. Oh Gott, er dreht um. Machen wir lieber nicht. So, wir brauchen erstmal das. Und jetzt müssen wir, ja, wir müssen jetzt mal gucken, wie viele Sonden wir brauchen, um hier eine anständige Vespin-Versorgung hinzubekommen. Also es müssen mindestens 5 sein. Es werden wahrscheinlich eher 6 oder 7 sein, weil der Weg so unfassbar weit ist. Wir brauchen einen Kybernetik-Kern. Ein paar Gebäude würde ich gerne hier hinten hinbauen, weil die hier recht gut geschützt sind. Ich schicke schon mal einen rüber. Einen von vielen, die da wahrscheinlich kommen werden. So, was haben wir hier noch? Hier hat sich der Krieg ja auch total weit zurückgezogen. Sehr schön. Er kommt aber irgendwie noch von hier oben. Ah, das ist diese große Zerg-Base. Ich frage mich, was wohl passiert, wenn wir erst die Zerebraten töten. Also das wird wahrscheinlich nicht einfach so möglich sein, aber ob dann der Spieler inaktiv wird oder so. Wir gehen nochmal hier weiter. Warum gehen die so komische Umwege? So, jetzt habe ich da 4 und das reicht bei weitem nicht eigentlich. Es ist schon echt traurig. Dieser Lagerplatz auf dieser Map, das ist echt. Das ist echt für ein Arsch. Wer sich das ausgedacht hat, der gehört ausgepeitscht. Brauche ich Berserker? Hier ist auch ein Lagerplatz. Hier kann man auch eine Echse hinbauen. Die wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen. Aber sie ist auch nicht gut. Sie ist auch weit davon weg, gut zu sein. Okay, wir brauchen hier auf jeden Fall... Also entweder wir haben hier Shuttles. Oder eine Flugstreitmacht. Eins von beiden. Ja, wir müssen halt auf unseren Arbiter aufpassen. Sofern die Gegner nämlich keinen Detektor dabei haben, ist er die einzige Einheit, die anvisiert werden kann. Und das wird für den ziemlich schmerzhaft. So, wir bauen einen Roboter, eine Roboterfabrik. Und dann bauen wir in den Ding Shuttles. Das haben die ja echt geschickt gemacht. Schön abgewartet.
Ja, wir brauchen hier auch ein paar Photonenkanonen. Aber ich habe nicht wirklich das... Ich habe nicht wirklich die Ressourcen dafür. Das ist halt traurig. Hier sind jetzt gerade nur noch drei, die hier abernten. Das ist halt nichts. Eigentlich ist das total lächerlich. Vielleicht haben wir hier oben eine Möglichkeit, eine anständige an der Echse zu kommen. Ich wüsste nicht, wie wir es sonst machen sollen. Es gibt ja sonst keinen Weg nach oben. Eventuell kann der Arbiter ja mal eben gucken, was hier oben ist. Da sehe ich auf jeden Fall schon mal Kriecher. Die Soundausgabe von dem ist einfach zu witzig. Okay. Hier ist eine Echse. Und zwar vermutlich eine vernünftige. Dann ist das hier wirklich nur vorübergehend. Dann werden wir jetzt hier noch so viel abbauen, wie nur irgendwie geht, und dann hauen wir hier ab. So, wo haben wir das Shuttle da? So, hier Berserker schon mal da rein, bitte. Euch laden wir hier oben aus. Also sie sind auf jeden Fall sehr aggressiv in dem, was sie tun. So, das ist das, was ich jetzt mal eben hier mitnehme. Ihr bleibt mal zurück. Andere Möglichkeiten haben wir gerade nicht, und wir werden jetzt versuchen, ob wir die Echse freischaufeln können. Denn da ist eine. Und die ist auf jeden Fall besser als das, was wir hier oben erleben. Ja, da unten erleben. Angriff. Wobei auch hier wieder, das ist echt zum Heulen, aber wir haben auch hier kein Vespingas. Das heißt, wir können echt immer nur gucken. Das kotzt echt mega an. Wir können immer nur gucken, ob wir uns von Lager zu Lager retten irgendwie. Aber was ist das denn für ein Zustand, bitte? Ist hier hinten vielleicht nicht irgendwo noch das Bienen? Nee. Sehe ich doch schon auf der Insel. Was für eine miese Map, ey. Ja, das ist geklärt. Dann bauen wir mal den Flottensignalgeber. Und Roboter Support Dog. Ja, ich versuche gerade tatsächlich zu taggen. Ich weiß auch nicht, wie das möglich ist auf dieser Map, aber... Das ist
gut. Das ist auf jeden Fall schon mal viel wert. Jetzt sind wir hier oben frei. Angreifen werden sie aber trotzdem hier. Scout. So zum Beispiel. Da kommt sogar ein Wächter. Ist euer Ernst? Nein. Oh Gott, das ist eine Katastrophe. Oh, das ist eine Katastrophe. Das ist das, was ich euch schon mal gesagt habe. Das fängt so an, mich richtig abzufucken wieder, ey. Na ja, herzlichen Glückwunsch, was wollt ihr jetzt noch? Ja, ich habe ja keine Ressourcen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist echt scheiße. Das ist echt scheiße. Das Einzige, was ich versuchen kann, ist mit aller Macht hier oben durchzubrechen und wenigstens diese Zerg-Base zu zerstören, um dann mal zu gucken, ob ich da vielleicht an einen Ort komme, der Vespingas und Mineralien hat. Ich meine, ich könnte extra einen Nexus bauen für das Vespin-Vorkommen, aber ganz ehrlich, dafür bräuchte ich mehr Mineralien, die ich nicht habe. Ich habe die einfach nicht. Auch ein paar Berserker. Ich versuche die Zerg-Base da oben zu zerstören. Ein bisschen sneaky werde ich das versuchen. Vielleicht habe ich ja Glück. Was ist das denn? Oh Leute, ganz ehrlich, jetzt hört doch mal auf damit. Die Mission ist echt tricky. Das kann man nicht anders sagen. Die ist nicht so wie die anderen Missionen. Hier ist es ja schon schwierig, überhaupt nur Fuß zu fassen. Schütz Phoenix! Haben die da oben wieder eine Tiefenkolonie aufgebaut? So,
Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll, ey. Wir müssen die nachschicken. Oh, 21. Ich weiß halt nicht, ob ich das stehen lassen soll, weil Phoenix fast tot ist. Und das ist echt keine gute Ausgangsposition, um hier noch weiterzumachen. Ja, der Arbiter ist Schrott. Der Berserker. Ja, wir müssen jetzt einfach hoffen, dass es reichen könnte. Selbst da oben, okay. Laden wir nochmal. Ja, dann greift jetzt mit an hier. Vielleicht ist die Base ja schon, die dürfte relativ leer sein, die Base. Die ist tatsächlich auch relativ leer. Scheiße. Scheiße. Müsste mit dem Mutalisk eigentlich kurz den Prozess machen. ...2500. Also ich bin bis aufs Letzte fast ausgeblutet. Es gibt nicht viel Anlass zur Hoffnung. Gott, ist das eine schwierige Mission. Was ist das für eine crazy Scheiße? Phoenix, zieh dich zurück. Ja, ich würde sagen, wir ziehen um. Versagt auf ganzer Linie, kann man nicht anders sagen. Wir werden hier komplett zerflippt von dem. Komplett. Das Einzige, was ich wirklich erreicht habe, ist, dass ich mich von Base zu Base retten konnte.
Wow, ich möchte eigentlich gerne abbrechen. Und zwar die ganze Mission. Aber... so eine Scheiße, ey. So, wir haben hier 2500 Vespin-Gas. Wir haben echt gar nichts. Wir haben überhaupt nichts mehr. Und dieser fucking Vergifter nervt mich auch. Und unsere beiden Helden haben kaum noch Energie. Ja, wir haben noch... wir haben diese drei Scouts noch. Und wir haben die Möglichkeit, noch hier oben ein paar Mineralien zu sammeln. Warum schießen die denn nicht? Manchmal sind die Einheiten echt dämlich. Boah, das ist echt... das ist echt so traurig, was hier passiert ist, ey. Ich brauche eine Sonde. Das Ding sollte bald mal fertig sein. Wir laden hier auch eine Sonde aus. So, du wirst hier vielleicht später noch was bauen müssen. Wir werden angegriffen. Mann, jetzt haben die auch schon wieder meinen Berserker getötet. Das ist doch scheiße. Und da hängt hier irgendwo. Oh, du, Freund. Du bist so dran, du bist so dran. Du bist so dran, du verfuckter Vernichter. Ohne Witz, der ist so dran. Wir brauchen mehr Sonne. Eigentlich schon mal da reingehen, wenn es da rein ist. Es ist nicht so schlimm, dass wir jetzt diese Base verloren haben, denn hier waren ja sowieso keine Mineralien mehr. Aber das hier, ja, wobei das ist viel. Trotzdem würde ich die gerne aufteilen. Hier unten hin. Wie viele haben wir jetzt hier noch? Es reicht eigentlich für das Feld. So. So, du Vernichter. Freu dich. Freu dich einfach nur. Da kommt gleich was. Sei schon mal bereit. Sei echt bereit. Du kleine, miese Pestsau. Ja, ich habe keine Verteidigung, ich habe gar nichts. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, ich muss Scouts bauen. Ich muss ganz viele Scouts haben. Du bist verloren. Du bist einfach verloren. Wow. Zwei Vernichter hatten die hier. Kleine Pestbeulen. So. Wir brauchen Scouts. Wir brauchen so viele Scouts. Die sind mobil. Und die brauchen wir, weil die wieder mit Bodentruppen ankommen werden, mit Lufttruppen ankommen werden. Ohne Ende. Jetzt kotzen sie uns schon wieder voll. Wenn ich die schnellere Scout-Bewegung habe, dann seid auch ihr dran, ihr kleinen Mistkröten. Ey, wie ich gerade rumflame, ey, aber es ist diese ganzen Caster immer, ne? Die Gegner, die... fliegen halt überall mit diesen nervtötenden Castern rum und finden sich lustig. Ich finde das nicht lustig. Ich sag das ganz offen.
Operation erfolgreich. Ist klar. Ist klar, ganz ehrlich. Wie mies kann man sein? Die Mineralien verlierst du. Dass ich mich jetzt mit so einer Scheiße noch rumschlagen muss, Zeratul. Das ist echt das allerletzte. Kleine Ficknasen, ey. Wir werden angegriffen. Oh Mann! Es reicht! Gesteuerte Scheißpenner. Bin gerade dabei, mich einigermaßen zu regenerieren. Diese kleinen Fotzen, ey. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Also die bleiben jetzt definitiv hier. Die Base da unten ist scheißegal, die interessiert nicht. Wir brauchen hier Photonenkanonen, aber ich habe das Geld einfach nicht. Ich habe einfach das scheiß Geld dafür nicht. Ja, da was wird das? Toll. Du kümmerst dich um die und wir kümmern uns. Greif doch an und warte doch nicht. Die sind aber echt savage, die Gegner. Die sind sowas von abgebrüht. Wir müssen euch regenerieren. Alter, diese Mission, ey. Mit Abstand die schwerste bisher. Vielleicht bin ich es von Anfang an noch falsch angegangen, das würde ich gar nicht ausschließen, aber trotzdem wirklich schwer. So, wir haben hier nicht besonders viel. Mal gucken, dass wir hier wieder ein paar Berserker zusammenkriegen. Zeratul ist hier oben gerade unfassbar wichtig. Die kommen Gott sei Dank nicht, und das ist unser Glück, die kommen Gott sei Dank bisher nicht mit Detektoren hier oben hin. Schnellere Beobachterbewegung, ganz wichtig. Zur Not haben wir dieses Feld noch. Wir müssen jetzt mal gucken, was hier oben noch los ist. Eventuell muss ich da nehme ich auch noch hin mit meinen Shuttles. Dann bauen wir schon mal hier einen Pylon hin. Wenigstens zur Absicherung ein paar Mineralien. Wenn der Beobachter schneller geworden ist, dann... Wobei, wir können einen Scout benutzen. Der Scout stirbt wenigstens nicht sofort. Ich hatte ja mal einen flotten Signalgeber, der ist jetzt leider weg. Direkt da oben, ne? Direkt da oben!
So soll es sein. Da kommt man so gar nicht ran. Man kann sich hier so gar nicht fortbewegen.